Ja, hallo liebe Natur- und Pilzfreunde, hier mal wieder euer Paule mit einem weiteren Pilze kurz erklärt. Und zwar soll sich heute alles um einen ganz bekannten Pilz drehen, der wunderschön anzusehende Fliegenpilz. Und ich habe hier eine eigentlich ganz schöne Gruppe gefunden, verschiedene Wachstumsstadien, ja. Und ich werde jetzt mal versuchen, natürlich nicht nur auf das Aussehen einzugehen, ich meine, wie ein Fliegenpilz aussieht, das weiß ja im Endeffekt fast jeder, denke ich mal, sondern auch ein bisschen die Hintergründe beleuchten, Mythen, ja, die sich um diesen Pilz ranken und eventuell andere Sachen, Pilzanzeiger etc. Und jetzt werde ich erstmal schauen, dass ich hier einen Fruchtkörper, vielleicht diesen hier mal schön komplett im Ganzen entnehmen kann. Und dann fangen wir mal an mit den Merkmalen des Pilzes. Also Pilzfreunde, ich habe jetzt für euch hier mal einen Fruchtkörper entnommen. Den werden wir uns jetzt gleich mal genauer anschauen. Ich denke mal, wie gesagt, so das Aussehen der Fliegenpilze, das wird ja wahrscheinlich jeder von euch kennen. Wir haben jetzt hier nur ein jüngeres Exemplar. Da wollte ich nur noch dazu sagen, wenn die Pilze jetzt noch ganz jung sind, ja, ganz frisch aus dem Boden rauskommen, sind die Pilze also eigentlich noch ganz weiß, ja. Also das Rote, die rote Huthaut hier, die kommt erst zum Vorschein, wenn das sogenannte Velum, also eine Teilhülle, die den Pilz im ganz kleinen Stadium umgibt, noch geschlossen ist. Da sieht der Pilz also ganz weiß aus. Da muss man auch ein bisschen aufpassen mit der Verwechslung von oder mit jungen Steinpilzen, weil die sich doch sehr, sehr ähnlich sehen, wenn die ganz frisch aus der Erde kommen. Wenn dieses Velum dann hier aufgegangen ist, ja, dann bleiben noch Velumreste auf dem Hut zurück und so entstehen eben diese klassischen weißen Pünktchen, die der Fliegenpilz dann auf seiner roten, rot-orangen Huthaut hat. Es gibt hier auch noch mehrere andere Varianten vom Fliegenpilz. Also wir reden jetzt hier mal über den klassischen, den rothütigen Fliegenpilz, ja. Wir gehen mal weiter nach unten. Unter dem Hut hat der Pilz Lamellen. Ein Lamellenpilz. Ganz weiße Lamellen. Der andere Rest der sogenannten Teilhülle des Velums befindet sich dann hier am Stiel. Ja, wie so eine kleine Halskrause. Ja, eine sogenannte Hauttasche. Eine Krempe sozusagen, die keine Riefung, keine Natterung oder ähnliches aufweist. Also diese Manschette, die ist glatt. Der Stiel ist ebenfalls ganz weiß. Das Pilzfleisch auch. Man kann das hier vielleicht sehen am Schneckenfraß innen. Es verfärbt sich hier also nichts. Das Fleisch ist sehr hell, sehr weiß. Und der Pilz mündet nach unten. Das ist aber auch immer wichtig zur Bestimmung, die Pilze ganz zu entnehmen, in einer Knolle. Gehört zur Gruppe der Amanita-Pilze, der Amanita muscaria. So viel zum Aussehen. Wie gesagt, ich denke, ja, jeder von euch hat schon mal einen Fliegenpilz gesehen. Und jetzt wollt ihr mal noch ein bisschen auf die Inhaltsstoffe bzw. auf die Mythen, die sich um diesen Pilz ranken, eingehen. Ja, nun gilt der Fliegenpilz, also zumindest in unseren Breiten ja wohl, als der bekannteste Giftpilz, ja. Er ist zwar mit Sicherheit nicht so tödlich giftig wie viele andere Pilze, die da also noch wesentlich gefährlicher sein können. Allerdings gilt er, wie gesagt, offiziell als giftig. Und ich denke mal, dass jeder von euch das auch schon mal gehört hat, ja. Man verbindet einfach so in Gedanken, zumindest Laien oder Anfänger, giftige Pilze immer auch irgendwo mit dem Fliegenpilz. Und jetzt wollt ihr mal ein bisschen auf die Inhaltsstoffe des Pilzes eingehen, warum der Pilz also mit Vorsicht zu genießen ist sozusagen. Man sollte ihn natürlich überhaupt nicht genießen. Also ich kann hier natürlich auf meinem Kanal nur vom Genuss der Fliegenpilze in jeglicher Form abraten. Denn es ist so, dass die Pilze also vor allem roh absolut giftig sind. Ja, und zwar liegt es an der enthaltenen Ibotensäure. Ibotensäure, also ein, ja, wirklich starkes Gift, mit dem man also keine Experimente machen sollte. Und deshalb werden die Pilze also meistens von anderen Völkern, ja, die Pilze zum Beispiel medizinisch anwenden, da werde ich auch gleich noch was dazu sagen, meistens getrocknet, weil sich diese Ibotensäure dann eben zerlegt. Der Pilz enthält weiterhin Muscazon, also das dann auch beim Trocknen umgewandelt wird in das sogenannte Muscimol. Und Muscarin, was landläufig oder was immer so ein bisschen so ein Irrglaube ist, dass die Fliegenpilz sehr viel
Muskarin enthält. Das stimmt also meistens nicht. In ganz geringen Mengen wurde es wohl schon mal nachgewiesen. Aber da gibt es also keine erhöhte Konzentration beim Fliegenpilz. Ja, also wie gesagt, offiziell gilt der Fliegenpilz bei uns als Giftpilz. Diese Meinung vertrete ich natürlich auch. Dieser Meinung schließe ich mich an. Also ich kann nur sagen, lasst es nicht auf einen Versuch, Verzehr in welcher Form auch immer des Fliegenpilzes drauf ankommen. Denn es gab hier also auch wirklich schon Fälle, ja, wo die Leute dann wirklich Probleme mit der Psyche bekommen haben oder einfach gesundheitliche Schäden, ja. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie man das Ganze verträgt. Und das Entscheidende, wie überall in der Natur, es kann in einem Fruchtkörper, kann die hundertfache Menge drin sein, wie in einem Fruchtkörper, der bloß 2 Meter weiter wächst. Also ich würde es hier, egal ob die Pilze getrocknet werden oder nicht, auf keinen Versuch ankommen. Ich sage das hier klipp und klar, damit ihr nicht am Schluss noch Geschichten wie das Pantherina-Syndrom habt, also so eine wirkliche Pilzvergiftung, ja, Vergiftung mit Amanita-Giften. Und ja, wie gesagt, offiziell der Pilz als giftig. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Sachen zu den Mythen erzählen, die sich um den Fliegenpilz ranken. Ja, Pilzfreunde, also wir kommen jetzt mal ein bisschen so zu den Mythen und der Geschichte vom Fliegenpilz. Also jeder von euch wird ja den Fliegenpilz wahrscheinlich auch aufgrund seines markanten Aussehens mit Märchen zum Beispiel in Verbindung bringen. Also das ist so das Klassische in den Märchenbüchern oder in Märchenfilmen, ja, so ein Pilzwald, so ein Märchenwald, der ist dann meistens bestückt mit Fliegenpilzen, weil sie halt auch ein wahnsinnig schöner Hingucker einfach sind, ja. Lädt ein bisschen so zum Träumen ein, ja. Zum Verweilen. Einfach die Schönheit der Pilze anzusehen. Und man sieht auch, ja, was die Natur einfach so hervorbringen kann. Ja. Das finde ich auch immer wieder faszinierend, ja, wie aus so einem Humus, ja, aus so einer Erde, ja. Braun, schlicht, einfach, ja, wie hier sowas entstehen kann, so ein Gebilde, so ein wunderhübsches, buntes, leuchtendes Pilzgebilde, ja, so ein schöner Fruchtkörper. Des Weiteren ranken sich natürlich um den Fliegenpilz mehrere Mythen, ja, also es fängt damit an, allein schon mit dem Namen Fliegenpilz, ja, also ursprünglich soll der Name wohl daher kommen, dass man die Fliegenpilze früher wirklich als Fliegenfänger verwendet hat. Also Pilze kleingeschnitten, sie dann zum Beispiel in eine Schüssel mit Milch eingelegt hat. Ja, auf Bauernhöfen oder in Ställen zum Beispiel. Ja, das dann aufgestellt hat und die Fliegen dann da wohl rangegangen sind und davon getrunken haben und dann quasi tot waren. Beziehungsweise viele Fliegen sind danach wieder aufgewacht. Also sie hatten quasi einen Pilzrausch, ja. Und sind dann irgendwann wieder zu sich gekommen. Also man redet auch teilweise von einem, ja, humanen Fliegenfänger, ja, der die Fliegen also auch nicht tötet. Selber ausprobiert habe ich das noch nicht. Aber es ist auch ganz interessant. Die zweite Theorie wegen dem Namen ist wohl, dass es wirklich mit dem Zustand des Fliegens zu tun hat, ja. Also dass man nach dem Verzehr, nach der Einnahme von Fliegenpilzen eben einen Zustand hat oder haben kann, den man wohl mit dem Fliegen vergleichen kann. Wie gesagt nochmal, ich würde es auf keinen solchen Versuch ankommen lassen. Ja, des Weiteren spielt der Fliegenpilz eine große Rolle in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Also ihr könnt hier auch wirklich mal auf YouTube schauen, das soll ja jetzt hier ein Pilze kurz erklärt sein. Ja. Es gibt hier also mehrere Reportagen und Filmchen, Beiträge, wo also noch viel mehr über den Fliegenpilz erklärt wird. Ja, richtig philosophiert wird und hier einfach mal stöbern, vielleicht mal eingeben, Geschichte oder Mythen des Fliegenpilzes. Da werdet ihr auf jeden Fall auf 2, 3 Sachen stoßen, die man sich hier wirklich anschauen kann. Da habe ich mich hier auch im Zuge dessen ein bisschen informiert. Ja, also es soll wohl wirklich so sein, dass der Fliegenpilz, man kennt das auch von Fotos, von Bildern, ja, wirklich auch als Symbol an Weihnachtsbaum hing, ja, dass der Weihnachtsbaum in Verbindung mit dem Fliegenpilz also wirklich auch die Natur symbolisieren soll, ja, dass eventuell sogar die Farben des Weihnachtsmannes, das Weiß und Rot, dass das ursprünglich mit den Farben des Fliegenpilzes zu tun hat.
Also das sind alles so Sachen, wo ich wirklich sagen kann, wer sich da ausgiebig informieren will, einfach nochmal bei YouTube ein bisschen schauen. Ja, es gibt dann natürlich auch ein paar krasse Meinungen dazu, also teilweise finde ich ein bisschen übertrieben, aber einfach nur, um sich damit mal zu beschäftigen, und das waren jetzt auch wirklich viele neue Sachen für mich dabei, die ich so noch nicht gewusst habe. Wirklich hochinteressant. Ja, abschließend wollte ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, wie bzw. wo man die Fliegenpilze also nutzen kann. Es ist also so, wie gesagt, dass er in unseren Breiten offiziell als Giftpilz gilt. In manch anderen Regionen auf der Erde, da wird das also ein bisschen anders gesehen. Ja, es gibt zum Beispiel bei den Inuit in Sibirien, also da gibt es mehrere Anwendungsmöglichkeiten des Pilzes. Hochinteressant ist, dass die also versuchen, die Pilze also giftfrei zu machen, beziehungsweise die Ibutensäure dann herauszubekommen, indem Rentiere zum Beispiel den Fliegenpilz essen und die Inuit dann den Rentierurin anschließend trinken. Also ist dann quasi gefiltert, ja, die Inhaltsstoffe des Fliegenpilzes dann gefiltert. Des Weiteren in verschiedenen Gegenden auf der Welt wird der Fliegenpilz natürlich in Verbindung mit schamanischen Ritualen gebraucht, ja, also für Räucherzeremonien etc. Und ja, das sind also so die Unterschiede, sage ich mal. Und einen wesentlichen Unterschied, denke ich auch mal für mich, ist, wenn vielleicht eine Kultur das schon seit Jahrhunderten betreibt, mit dem Hintergrund, mit dem Fachwissen, ja, vielleicht sprichwörtlich die Babys teilweise diese Inhaltsstoffe schon mit der Muttermilch aufsaugen, dann ist es natürlich auch was ganz was anderes, wie in unseren Gefilden, wenn man jetzt einfach losgeht, ja, hier sich die Pilze einsammelt, trocknet und dann meint, man muss die irgendwie ohne Wissen, ja, ohne jahrhundertelanges Wissen hier einfach konsumieren. Und wie gesagt, ich kann nochmal dringend von dem Verzehr der Fliegenpilze in welcher Form auch immer abraten. Ja, eine Anwendungsmöglichkeit gibt's allerdings, die ist vielleicht wirklich sinnvoll, ja. Und zwar zur äußerlichen Anwendung. Also da habe ich jetzt auch schon ein paar Sachen gehört, beziehungsweise ein bisschen im Internet recherchiert. Es gibt hier wohl Tinkturen, Essenzen, ja, die man also äußerlich auf der Haut quasi bei Verletzungen oder gewissen Hautkrankheiten anwenden kann. Also wer da Interesse hat, das soll wohl bei manchen Leuten wirklich ganz gut helfen. Da bitte nochmal ein bisschen nachrecherchieren oder einfach euren Arzt mal fragen, euch da ein bisschen beraten. Also da kann man auch wirklich so Tinkturen im Internet dann bestellen, die da gegen gewisse Wehwehchen und Krankheiten helfen sollen. Also das kann ich mir jetzt auch durchaus vorstellen. Bloß wie gesagt, natürlich vorher abklären, ob man hier Allergien hat oder irgendwas. Am besten mit dem Arzt besprechen. Das kann wirklich sinnvoll sein. Ja, und jetzt abschließend noch für alle Pilzsammler ein kleiner Tipp, beziehungsweise schon öfter mal erwähnt, aber jetzt nochmal ganz offiziell sozusagen in diesem Fliegenpilz-Video. Der Fliegenpilz ist natürlich auch ein wahnsinnig guter Anzeiger für das Wachstum von Steinpilzen. Also überall, wo der Fliegenpilz häufig auftritt, ja, der braucht also das gleiche Substrat, den gleichen Boden quasi wie die Steinpilze. Und von dem her kann man sich hier auch immer ein bisschen danach richten, ein bisschen die Augen etwas genauer aufhalten sozusagen, wo Fliegenpilzwachstum stattfindet, da eben auch nach Steinpilzen zu suchen. Ein Anzeigerpilz sozusagen. Nun gut, Pilzfreunde, also ich hoffe, ihr konntet im heutigen kurz erklärt einige weitere Informationen zum Thema Fliegenpilz erhalten. Ja, im kurz erklärt, wie der Name auch schon sagt, kann ich jetzt natürlich nicht allzu weit ausholen. Vielleicht die Leute, die das Thema Fliegenpilz noch etwas intensiver interessiert. Also wie gesagt, es gibt hier auf YouTube auch einige sehr gute Videos, wo das Thema länger beleuchten. Ja, und hier einfach mal gucken, generell im Internet vielleicht etwas recherchieren. Ansonsten, ja, ich denke mal, die Pilzsaison geht nur gut weiter. Wird noch das ein oder andere Filmchen kommen. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zu meinem nächsten Video. Ciao, tschüss, piert's euch, euer Paule.